Mein Name ist Melanie Zapatka, ich bin 49 Jahre alt, komme aus Dorsten und das ist Hört nix. Und wie der Name schon vermuten lässt, ist Hört nix taub. Run. Für ihn ist es, glaube ich, keine Einschränkung, er kennt es nicht anders. Er reagiert halt viel auf Körpersprache. Also Hört nix ist sehr auf mich bezogen. Wir kommunizieren ja ganz anders miteinander, als wenn man mit dem Hund spricht. Ich muss halt seine Ohren ersetzen. Und er muss halt wirklich immer gucken, wo ich gerade bin oder was ich gerade von ihm möchte. Also wir haben einfach eine besondere Beziehung. Da kommt auch nichts mehr zwischen. In meiner Freizeit bin ich hauptsächlich für unseren Tierschutzverein Fellpfötchen e.V. zuständig. Da bin ich die erste Vorsitzende, die haben wir vor 2 Jahren gegründet. Wir vermitteln hauptsächlich Hunde aus Bulgarien und suchen halt hier in Deutschland tolle Familien für die Hunde. Wir leben mit 7 weiteren Hunden noch zu Hause. Alles Hunde, die irgendwo nicht mehr gewollt waren, die ein neues Zuhause gesucht haben. Ich hab meine Posse bei mir. Ein Leben ohne Hunde wäre für mich überhaupt nicht vorstellbar, nein. We used to be ich möchte gerne bei der Show mitmachen, weil ich einfach sehen will, wie weit wir beide als Team kommen. Und weil wir uns einfach ganz viel Spaß davon erhoffen. Wie gut Hört nix und ich uns auch ohne Worte verstehen, das zeigen wir euch jetzt im Parcours. Ansagen können wir uns bei diesem Hund sparen, denn er hört nichts. So heißt er. Geht jetzt in den Parcours mit Melanie. Ich finde das so faszinierend, das haben wir ja auch eben schon gesehen in diesem kleinen Filmchen über die zwei, wie die miteinander kommunizieren. Zack, zack. Ja, weil das unglaublich ist, ein Hund, der nichts hört. Der kann natürlich auch etwas weniger abgelenkt werden, weil er nicht Geräusche wahrnimmt, die er sonst nicht kennt. Aber auf der anderen Seite, dass das so funktioniert zwischen Frauchen und hört nichts. Jetzt ist er irritiert. Jetzt ja, aber er sieht sie ja. Also die Augen sind da natürlich viel ausgeprägter. Der Sinn des Sehens bei diesem Hund. Ja, und all dieses akustische Wahrnehmen fällt flach. Ja. Da kann sie auch oder könnte sie auch erzählen, was sie will. Aber natürlich ist das ein super eingespieltes Duo. Das ist, ich habe im ersten Moment echt gedacht, das ist schon makaber. Aber die können da auch selbst drüber lachen, über diesen Namen. Sonst hätte man dem Hund diesen Namen nicht gegeben. Also jetzt nicht, dass da irgendeiner zu Hause auf die Idee kommt, dass wir uns darüber lustig machen. Ganz im Gegenteil, wir sind tief beeindruckt über solche Geschichten. Das ist wirklich unglaublich. So, jetzt geht's ab in Stock Nummer 3. Da hängt dann dieser pinkfarbene Knochen, an dem gezogen werden muss oder wahlweise auch am Seil, je nachdem, was hört, nichts besser zu packen kriegt. Da unten an diesem... Ja. Experten werden das sehen, ist eine Mischung aus Border Collie und Australian Shepherd. Da laufen die 30 Sekunden. Ja, da hat er mehr Probleme. Weiß nicht so richtig. Ja, sehr gut. Gut gelöst von ihr an dieser Stelle, von Melanie. Die da jetzt runtergeht zusammen mit Hört nix. Für sie vielleicht auch, wenn sie die Show jetzt gesehen haben, die letzten Wochen. Natürlich komisch, weil alle Halter sonst immer irgendwelche Signale geben, rumbrüllen, Kommandos. Ist bei den beiden natürlich nicht notwendig, aber irritiert mich auch ein bisschen, ne? Ich bin gerade wieder von den Socken, weil diese Gespanne mit diesen besonderen Geschichten. Wir haben schon einen einäugigen Hund gehabt bei Top Dog Germany. Wir haben den Taubenhund. Und dieses Zusammenspiel zwischen Frauchen und Hund, das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Kannst du mithelfen? Jetzt darf sie umschmeißen. Jawohl. Das hat er sogar gemacht. Ja, da ist er auf falschen Wegen unterwegs. Ja, aber sie kriegt das nicht mit, Melanie. Melanie, Melanie, dein Hund ist falsch. Ja, und hey, bringt nichts. Nee, er hört nichts. Sie muss, und das weiß sie natürlich, ihm zeigen, wo sie ist. Ah, guck mal, und da guckt er, da guckt er, da guckt er. So, komm. Alles gut. So. Ja, er braucht den Sichtkontakt, ganz klar. Ja, Spitzenzeit wird's nicht mehr. Ich würde ihr den Sieg heute so gönnen, aufgrund der besonderen Geschichte und auch, was sie mit dem Preisgeld vorhat. Bau eines Tierheims in Bulgarien. Wer weiß, was mit Straßenhunden in Osteuropa sehr oft passiert, weiß, was für eine gute Idee das ist. Ganz schöne Szene, wie sie die Arme aufbreitet, er gerade so ein bisschen unsicher ist, aber er ihr, glaube ich, voll und ganz vertraut. Ja, einen Schluck Wasser kannst du trinken. Okay, du darfst ihn jetzt mit reinnehmen. Jetzt da gleich in die Arme hüpft, Fragezeichen. Es fühlt sich so ein bisschen an, ja.
So. Ja, guck, da hat er sich dann gehen lassen und sagte, ja, Frauchen, ich vertraue dir voll guck und ganz. Halt die Klappe, guck dir das Bild an. Ja. Wer kann da Bollerkopf bleiben? Keiner. So, sie muss auch durch die Lichtschranke, alles erledigt. Ja. 3,55, 5,1. Und damit ist Hört Nix im Moment auf Platz 5. Jetzt verstehe ich übrigens auch, warum Tiere so wichtig sind für kranke Menschen, für ältere Menschen, für einsame Menschen, weil sie so viel geben.